Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Evoland 2, wo wir beim letzten Mal den neuen Taktikmodus kennengelernt haben, den RPG-Taktikmodus, mit dem wir uns jetzt hier überall durchkämpfen dürfen. Und ich denke mal, wir machen direkt weiter mit Überraschungsangriff und kämpfen uns auch durch dieses Areal. Oh, hier scheint keiner zu sein. Hier liegt ja eine Menge Ausrüstung herum. Sie waren bei ihrem Rückzug offenbar in Eile. Das überrascht mich nicht. Sie wissen, wer der Boss ist. I'm the Boss. Aber so einfach kampflos zu verschwinden? Vermutlich ist Ihr Befehlshaber Offizier geflohen. Der befehlshabende Offizier. Danach kann man Truppen nicht am Verlassen ihrer Stellung hindern. Großartig! Wenn unsere bloße Anwesenheit reicht, um die leitenden Offiziere des Kaiserreichs zu vertreiben, wissen wir nichts weiter als vorrücken. Dort drüben steht ein Kommandozelt. Rekrutieren wir mehr Soldaten. Das habe ich beim letzten Mal schon gemacht. Da können wir direkt dran vorbei und uns mal hier das Gebiet angucken. Ich glaube, hier gibt es nichts. Nee. Okay. Wie ich schon gesagt habe, auf manchen Karten hier gibt es tatsächlich... Jetzt! Attacke! Oh oh. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum sie so schnell fortgelaufen sind. Das hier hat sie erschreckt. Sollten wir auch verschwinden? Ich glaube, da steht vorerst nicht zur Debatte. Ich werde mit ihnen sprechen. Wenn das Dämonen sind, werden sie uns nichts tun, solange ich die Situation erklären kann. Oh je. Nieder mit den Invasoren! Beruhigt euch. Legt bitte eure Waffen nieder. Ich bin es Menos, Sohn von König Arthur. Ich bin gekommen, um Dämonia zu befreien. Menos? Derjenige, der seinen eigenen Vater verraten hat, um Menschen herzubringen? Derjenige, der sich mit einem Oberst des Kaiserreichs verbündet hat? Tod den Verräter! Also nicht so gut gelaufen. Sie werden sich nicht so leicht überzeugen lassen, Menos. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Uns bleibt keine Wahl, entweder sie oder wir. Liebe Landsleute, verzeiht mir. Aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Das rechtfertigt das Ganze natürlich. Gut, wir sehen schon, wir sind umzingelt. Und zwar von ziemlich vielen, die gar nicht mal so wenig an Lebenspunkte haben und Schaden austeilen, was etwas unschön ist. 35, 20 und 40 Lebenspunkte. Ja, nett, ne? Das Tolle ist, dass Kuro tatsächlich recht viel Schaden austeilt, aber dafür auch von den Bogenschützen einiges einsteckt. Leider. Aber egal. Wir bleiben bei unserer momentanen Taktik. Versuchen hier die Leute alle so ein bisschen zusammenzustauchen. Und ich überlege gerade, wo ich Menos hinstelle. Ich glaube mal nach oben. Er darf wieder stürmen, falls die Leute ankommen. Velvet darf ebenfalls stürmen, aber hier. Ja. Und Fina stellen wir auch dorthin, die auch mal stürmen darf, falls wir, ja, die Gegner weghauen müssen. Ja. Dorkin verteidigt uns ganz gut. Fina kann Dorkin heilen und grundsätzlich ist eigentlich immer die Taktik hier, wir bleiben alle in diesem Quader hier stehen und keiner bewegt sich raus, außer es geht dem Ende entgegen. Dann kann man schon ein bisschen mehr wagen und die Gegner auch direkt angreifen. Das Dumme ist nur, dass falls wir das so machen, wir tatsächlich recht viele Probleme bekommen können. Das Schöne ist, dass wir... die können nicht zurück angreifen. Und deswegen möchte ich auch sehr gerne ganz viele Bogenschützen haben. Denn das könnte sehr helfen. Mit Kuro mache ich momentan nichts, denn Kuro würde sonst wahrscheinlich relativ schnell draufgehen. Ja, Dorkin sollte man immer im Auge behalten von den Lebenspunkten her, um ihn immer auf einem gewissen Niveau zu halten, damit er nicht zu schnell verreckt. Denn er muss für uns hier alles tanken. Das bewegen sich immer mehr rein in die Schusslinie von Fina, das ist schön. Ich überlege gerade tatsächlich, ob man irgendwie das cutten kann. Ja, mal schauen.
Dawkins sollten wir auf jeden Fall gleich heilen. Wir haben übrigens einigermaßen viele Gegner, weshalb auch die gegnerischen Züge recht lange brauchen. Das ist nicht allzu schön. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier den Diamantensturm zu machen. Nach unten ist er am effektivsten gerade, wenn wir damit die ganzen Leute erledigen können. Mit dem Superschlitzer würde ich auch nach unten gehen. Damit können wir auch direkt einige ausschalten. Das ist sehr schön. Mit ihm hier möchte ich gerne... greifen wir ihn an. Dann ist er tot. Das ist gut. Eigentlich hätte ich den auf der Ecke gerne weggehabt, aber vielleicht kann Menos das jetzt erledigen. Yes. Deswegen kann ich jetzt Kuro hierhin bewegen und ihn hier angreifen. Und damit ihn aus dem Weg räumen. Dawkins darf natürlich wieder schützen, denn noch hat er genug Leben. Wir haben auch einige besiegt jetzt in der Runde. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, 40 Lebenspunkte. Muss halt echt alles tanken, ne? Fina wird heilen in der nächsten Runde, dann ist Dawkins wieder auf einem ganz guten Stand, würde ich sagen. Hoffe ich. Ja, das passt schon. Kriegen wir alles hin. Ist auch nicht allzu schwierig hier. Obwohl 19. Meine Herren, 10 Lebenspunkte. Also viel mehr Angriff hätten sie jetzt auch nicht sein dürfen. Du musst auf jeden Fall Dawkins heilen. 32 geheilt, dann hat er wieder 42. Das ist okay. Stürmen. Mit Kuro können wir wieder angreifen. Zack. Oh, warum stirbt er denn nicht? Das ist ja blöd. Ah, egal. Wir machen einen hier von Plat. Nehmen wir den, weil der in Reichweite ist. Mit Dawkins können wir wieder schützen. Mit ihm warten wir. Eigentlich müsste ich mit ihm mal den Platz mit Menos tauschen. Ja, egal. Das passt schon. Stürmen wieder mit ihm, damit wir alle gleichzeitig angreifen können. Und ich hoffe, Dawkins überlebt das. Die Nahkämpfer machen jetzt zum Glück nicht viel Schaden an ihm. Aber dafür sind die Bogenschützen ganz gut. Im Damage-Mach verursachen. Es ist gar nicht mal so unkritisch, was da gerade passiert. Aber in der nächsten Runde haben wir auch wieder noch mehr ausgeschaltet. Und dann sollte Dawkins eigentlich in Sicherheit sein. Ich habe auch gehofft, dass Fina mehr heilt. Jetzt hat sie mal ein bisschen mehr geheilt. Das ist schön. Sie stürmt nochmal. Vielleicht kann ich sie dann auch darüber schicken beim nächsten Mal. Noch mehr treffen. Er darf wieder angreifen. Dann haben wir ihn da unten erledigt. Wunderbar. Menos stürmt weiter. Er greift an. Ich glaube wirklich sicher ausgeschaltet kriegen wir ihn. Sehr schön. Der hat nämlich nicht viel Verteidigung. Wunderbar. Und in der nächsten Runde sollten wir einigermaßen gut Schaden austeilen und ich glaube, dass wir die meisten Gegner besiegen können. Sieht jedenfalls ganz danach aus. Das ist schön. Und ich denke mal, in der nächsten Runde können wir dann auch wagen, alle mal rauszuschicken, die nötig sind. Mit Velvet gehe ich zurück, mache den Diamantensturm und nehme immerhin 3 mit. Ja, das passt. Damit haben wir die erledigt. Mit ihm kann ich den Superhieb machen. Wenn ich ihn noch ein Feld nach unten stelle, dann erwische ich alle. Ein Traum. Ja. Krieg ist eine wahrlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir schützen wollten. Es tut mir so leid, Menos. Und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Menos. Wir werden den Markus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit 2 Feinden konfrontiert. Wir müssen auch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mehr von meinen Landsleuten retten, als wir töten. Sonst ist all das hier umsonst. Das stimmt, wenn am Ende alle tot sind, dann ist das natürlich Quatsch, irgendwen retten zu wollen. Wir gehen hier nach oben. Hier finden wir nämlich einen Dämon, der mit uns reden möchte. Was macht ihr denn hier? Ich will nicht kämpfen. Der Krieg macht mir Angst. Mein Bruder Machos ist der Muskelprotz in unserer Familie. Der mächtige Machos? Dann seid ihr bestimmt Lusos, der kluge junge Künstler. Der bin ich. Und ihr seid kein anderer als Fürst Menos? Ich hatte also recht. Leider wurde Machos ergriffen. Ich konnte es nicht verhindern.
Ich flehe euch an, Fürst Menos, findet meinen Bruder und rettet ihn. Er wird bestimmt die Dämonen im Widerstand zusammentrommeln, um an eurer Seite zu kämpfen. Ihr könnt auf mich zählen. Eins, zwei, sollten sich unsere Wege kreuzen, werde ich Ihnen die Situation hier darstellen. Vielen Dank, Fürst Menos. Ja, und er ja, natürlich eine Herausforderung für uns. Er hat 25 Lebenspunkte, das heißt, er ist auf einem ganz guten Level schon. Das wird eine interessante Sache. Ja, gucken wir mal. Vielleicht brauchen wir auch nur eine Runde für ihn. Wenn wir jetzt die richtigen Karten ziehen. Ja, gegen solche Karten haben wir auf jeden Fall eine Chance. Ich denke, dass er hier eine gute Wahl ist. Zwar darf er zuerst angreifen, aber dafür können wir mehr Schaden machen, weil wir den Durchschlag haben. Was natürlich sehr bitter für ihn ist. Oh, nice. Ein Programmierer. Damit können wir noch Mana generieren. Falls er die Runde... Ja, er überlebt die Runde leider. Aber nur knapp. Er hat noch einen Lebenspunkt. Das sollte eigentlich... Oh Gott. Oh, holy. 6-10 und Erstschlag. Wow. Das ist eine gute Karte. Ich glaube, das ist der Lieutenant, oder? Von denen. Dafür haben wir Menos. Der uns überhaupt nichts bringt in der Situation. Ich glaube, ich habe... Habe ich überhaupt eine Karte, die da oben schlagen kann? Ich weiß es gerade gar nicht. Müsste ja auch was mit Erstschlag sein. Ich meine, meine sind da alle nicht ganz so gut. Ziemlich egal, was ich jetzt hier mache, denn ich habe eh die Runde gewonnen. Da mein Programmierer jetzt 5 Schaden zufügt. Und wir hatten Glück, dass er die Karte jetzt so spät gespielt hat. Habt ihr ein Glück? Hier, ihr verdient diese Karte. Und wir bekommen Arthur, König der Dämonen. Und damit haben wir 21 von 61 Karten. Ich zeig die Karte mal. Das ist diese hier. Die hat er gar nicht gespielt, aber die ist relativ okay. Mit der kann man ganz gut arbeiten, denke ich mal. Gut, damit hätten wir das Geheimnis hier auch. Hier rechts gibt es nichts mehr. Weiter geht's nach links. So, und wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, wir können unten oder oben her. Und ich habe mich dazu entschlossen, den oberen Weg zu nehmen. Zwar ist er wohl etwas gefährlicher, aber dafür deutlich kürzer. Und wir bekommen hier etwas. Ich glaube, was wir unten nicht bekommen, das möchte ich natürlich mitnehmen. Leutnant! Wir werden dem... War die Stimme? Wir werden Dämonia belagern. Die Katapulte müssen in absolut makellosem Zustand sein. Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie unterwegs schützt. Mein Herr, ihr seid ein großartiger Zauberer. Danke? Ihr habt bestimmt jede Menge magische Kräfte, mystische Relikte und all sowas, stimmt's? Ja, ja, natürlich. Worauf wollt ihr hinaus? Nun ja, warum sollen wir diese großen Maschinen selbst bewegen? Ihr könntet sie zum Fliegen bringen, sie teleportieren oder sogar eine magische Abwehr benutzen. Das könntet ihr doch, oder? Ist es tatsächlich schon so spät? Ich muss wirklich los. Viel Glück. Ach, und wenn ich auch nur einen kleinsten Kratzer an den Katapulten finde, wird euch das vom Sold abgezogen. Soldaten, vorwärts, Marsch! Hä? Lieutenant? Dämonia ist in der anderen Richtung. Ach, wirklich? Also gut, ganze Abteilung kehrt. Nein, 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 ihr nicht, ich... Halt, wartet, ich nicht, ihr, andersrum. Na gut, fangen wir von vorne an. Wie schrecklich. Diese Maschinen werden hunderte von Leuten töten. Stimmt, wenn die Belagerungswaffen Dämonia erreichen, ist der Krieg bald zu Ende. Wir müssen etwas unternehmen. Also gut. Wenn diese Todeswerkzeuge ihr Ziel erreichen, gibt es keinen Grund weiterzumachen. Zertrümmern wir sie. Menos Smash! Gucken mal, vielleicht können wir sie überraschen hier. Ich weiß es gar nicht mehr, ob wir uns... Ich glaube, wir können es aussuchen, von welcher Seite wir angreifen. Wir greifen mal von oben an. Ja, kommt ja auch unsere Unterstützung. Ich glaube, die Bogenschützen zuerst auszuschalten hier oben ist keine so schlechte Idee. Ach, das ist ja blöd. Wir hätten unten angreifen sollen, glaube ich. Oder?
Nee, ich glaube, das ist ganz gut. Dann können wir die erstmal aus dem Spiel nehmen. Von vorne angreifen ist übrigens nicht die beste Idee. Und die Katapulte sind übrigens auch nicht so mega geil, weil die ordentlich Schaden austeilen, aber dafür nicht viel Leben haben. Das ist eigentlich so das Praktischste noch an dem. Wir werden uns mal ein bisschen nach vorne begeben. Kuro darf an die Front und schon mal Gegner angreifen. Damit haben wir schon mal einen erledigt, wenigstens. Das ist gut. Velvet wie immer stürmen. Menos wird sich nach vorne begeben und stürmt natürlich auch. Fina stellt sich neben den Fritzen. Und ich überlege gerade. Nee, ich stürme auch mal mit ihr. Sie wird ja auch geschützt, von daher ist es okay. Ihn stelle ich mal nach vorne. Warum nicht? Und ihn stelle ich dahin, damit er angreifen kann. Womit ich den Bogenschützen schon mal anschlagen kann. Feind am Zug.